Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 66 von Dwarf Fortress mit dem Phobos Grafikpack und dem Therapist. Ja, was ich machen wollte, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich guck mal gerade rein. Nee, das war falsch. Jobs war es. Letztes Mal habe ich gesagt, hier ist nichts bei, aber dieser Job hier, Store Item in Stockpile, Review Stockpile 7, könnte es also sein, dass hier doch etwas ist, was hier eingelagert wird. Wenn das jetzt der Stockpile Nummer 7 ist mit dem Refuses, nee, ist er nicht, 48, also dann passt es doch nicht, dann ist es was anderes. Okay, wird draußen einer sein. Gut, lassen wir mal das Ganze laufen. Ja, was machen wir? Unten haben wir schon das Lager weitergemacht. Wie sieht's denn überhaupt mit unserem Krankenhaus aus? Hatten wir da irgendwo was? Nee, haben wir nicht. Aha, da sind wir in der falschen Richtung unterwegs gewesen. Da. Hier oben ist immer noch einer. Verletzt. Kommen wir da hin? Ach, K war falsch. V ist es, ne? Da ist auch noch so ein Geist, ne? Und W we want. Starving. Oh, oh, thirsty, starving, very unhappy. Ja, ist klar, wenn er stirbt. Unconscious. Okay, der ist schon mal nicht mehr dabei. Das ist nicht so schön, ne? Gucken wir nochmal, was da mehr ist. Nicht zu sehen, aber right lung. Okay, der hat eine Lungenverletzung. Deswegen wird er wahrscheinlich dann nicht durchkommen können. Ärgerlich. Gucken wir gerade einmal in den Therapist rein. Was haben wir denn hier? Arztmäßig haben wir ja gar nichts, ne? Das ist ja richtig doof, ne? Was ist das hier für einer? Ein Schalt, deswegen geht das schon mal nicht. Was haben wir denn hier für einen? Fishery Worker. Die können ja sezieren, ne? Wenn die sezieren können, dann müssten die doch auch operieren können, oder? Was habe ich eben gesagt? Starve ist Hunger, ne? Und nicht sterben. So, nochmal hier dann. Achso, das müssen wir erst noch übernehmen beim Therapist. Das habe ich jetzt vergessen. So, wollen wir hoffen, dass der dann irgendwie vorankommt, ne? Ach, der hatte hier schon den Job als Woodcutter. Naja, okay, der Woodcutter ist ja vielleicht auch das Passende. Manche Ärzte sind ja so, ne? Brachial, dann passt das schon. Gut, okay, sind wir wieder drinne. Ist die Frage, ob das irgendwie was wird, aber vielleicht stirbt er dann doch wirklich, wenn der Woodcutter da arbeitet. Gut, okay. Dingens haben wir aber jetzt nicht hier, ne? Oder ist hier unten eine Karawane da? There are no Martians, okay. Oh, Miasma in der Essstube. Das ist nicht gut. Wieso wird das denn hier rausgebracht? Da draußen ist doch Platz, oder? Ja, genau. Jetzt die Frage, wo ist das, was da... Y, C und L wahrscheinlich, ne? Gucken wir da mal gerade schnell rein. Das hier. Jackkalf. Und das hier, da liegt so viel übereinander, Stray Bull Calf. Und dort ist ein Stray Yak Calf. Die drei Sachen sind da. Es wäre schön, wenn das rausgebracht wird. Aber hier draußen, haben wir da sowas? Change Settings. Korps. Wäre das ja, ne? Und Refuse, war da noch sowas drin vielleicht? Aber Refuse hat man doch da auch noch, ne? Disable Escape. Refuse, da, aber
Der könnte voll sein. Hier liegt, glaube ich, auch was drin. Sieht so aus, als ob nichts mehr ist, aber was, ne? Und hier unten ist Korps. Okay, da müssen wir noch einen Refuse-Stockpile mehr machen, wahrscheinlich, ne? Gut. Refuse Air. Machen wir den mal von da bis nach da. Escape, Q. Und S für Settings. Und da müssen wir gerade nur auswählen, was wir da nicht reinmachen wollen, ne? Herr und Wohl braucht er nicht rein. Das machen wir vor Bett. Horns und Hufe auch nicht. Zähne auch nicht. Schalen auch nicht. Knochen rein. Skulls. Bodyparts. Korpses. Ich glaube, das machen wir da rein. Gut, dann wollen wir hoffen, dass das hier raus weggebracht wird. Sieht jetzt nicht so aus, oder? Nicht wirklich. Aber da sind mehrere Sachen, kann auch sein. Noch ist da unten nichts drin, aber es sind so viele da draußen am Laufen und es ist kein Idler da. Aber jetzt ist auch kein Miasma da. Doch, da kommt's wieder. Zentrum von Miasma war hier ungefähr. Ist da was am Liegen? Ja, das W ist da. Hier unten fängt's jetzt an. Ah, guck, da ist auch schon was reingetragen worden. Ein M. Keine Ahnung, wofür es M gut ist. Aber da wird irgendwo anders was weggeholt, die Knochen. Da wieder was. Kriegen wir es raus. Die sind natürlich dann auch nicht gerade besonders begeistert, wenn die da in dem Miasma stehen, ist auch klar. Werden sie unhappy. Da bringt einer gerade ein L raus. Hatten wir da drinnen, ne, oder? Ja, ich glaube, das L ist schon mal weg. Genau, C und Y fehlt noch. Dann läuft das ja. Ich hätte gern das C und das Y noch da raus. Dann haben wir das Miasma da auch raus. Kommt da noch jemand? Ja, sieht so aus. Ist gerade wieder was zu Gange vom Miasma. Ist noch Platz drin? Ja. Okay. Ja, das Y geht gerade raus. Dann fehlt uns jetzt nur noch das C. Dann haben wir das Problem auch gelöst. 2Y waren das. Wer weiß, wo das andere weg war. Und jetzt noch bitte das C entfernen. Dann sollte es vielleicht besser sein mit dem... Da sind so viele Viecher in dem Essensraum, ne? Peacocks. Was machen die da alle? Das sind alles die Haustiere wahrscheinlich, ne? Jetzt haben wir nochmal ein Miasma da drin. Ne? So, jetzt können wir aber nochmal was anderes gucken, was mich gerade interessiert. Was hat man hier eingelagert? Food. Stockpile. Haben wir das schon unterteilt? Ja, Käse. Alles Käse. Und darunter haben wir noch keinen. Aber den können wir mal machen, denke ich mal. P. Mal gerade noch auf Food umstellen, ne? Ja. So, haben wir Food auch drin jetzt. Dann Q und mal gerade ausgewählt, was für Food da rein soll. Und zwar... Getränke haben wir, glaube ich, woanders. Die sind da bei der Brauerei, ja. Die Samen machen wir mal weg. Forbid. Fett auch nicht. Pasten brauchen wir auch nicht. Gepresste Sachen. Wir haben noch nichts zu pressen. Und das haben wir, glaube ich, auch nicht hier. Eine Mühle haben wir, glaube ich, auch nicht. Also auch nicht. Leaves ist, glaube ich, direkt. Das haben wir in dem anderen.
das und das auch woanders. Das sind die Pflanzen, die wollen wir ja auch nicht reinmachen. Eier können hier aber, das würde anfangen zu gammeln, glaube ich. Das lassen wir also auch rein. Und den Fisch und das Fleisch. Sollten wir das vielleicht auch weglassen? Lassen wir so. Gut, okay. Da wird auch schon was eingelagert, aber das war beim Käse. Ja. Die gehen alle zum Käse, holen sich da was oder bringen da was hin, keine Ahnung. Da ist jetzt einer verhungert da unten. Zoom. Ja, da oben, den hatte keiner gefüttert. Der konnte nicht. Super, das hat nicht gut geklappt, ne? Okay. Stand auf der Liste, wurde aber nicht gemacht. Aber das ist doch... Alle sind doch dafür zuständig, das Verletzte... Benutzt, Dingens hier, sag schon. Irgendwo war das doch. Hier. Recovering Wounded ist klar. Feed Patients Prisoners. Sind alle für zuständig und hat nicht geklappt. Super, ne? Redrafts einmal machen. Okay, jetzt haben wir auch keine Unhappy mehr. Der ist gestorben und die anderen, naja, die wissen noch nichts von ihrem Glück wahrscheinlich. Gut. Lassen wir es weiterlaufen. Das C ist da immer noch. Küche. Wir waren noch nach oben gegangen, ne? Da haben wir doch auch schon was ausgehöhlt, oder? Ne, das war jetzt nach unten, oder? Das ist nach oben. Haben wir da was ausgehöhlt? Ja, hier. Da haben wir aber noch nichts angelegt. Können wir erstmal noch dick machen, ne? Das müssen wir noch machen. Ich glaube, hier können wir auch noch machen, ne? Hier sonst nicht, dann sind wir nämlich draußen. Okay. Dann lassen wir das mal weiterlaufen. Obwohl es hier so schlecht ist oder gefährlich ist, kommen trotzdem noch Immigranten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Migranten sind gekommen. Wie viel haben wir? 30. Wenn die schon dabei sind, das weiß ich jetzt nicht. Können wir gerade aber ganz schnell sehen, indem wir den Draft Therapist aufmachen. 23 und 8 passt wohl. Dann sind die dabei gewesen, okay. Ein Fischer ist wieder mehr gekommen, hatten wir vorher nur 2. Warte, da können wir hier Waves machen. Irgendwo konnte man das doch, oder? Migration Wave da. Die untersten sind jetzt gekommen. Ja, da war so ein Animal Trainer bei. Was haben wir hier für einen gehabt? Plant Gathering, also ein Farmer. Ein Fischer. Dem gewinnen wir gleich das Fischen ab. Der Farmer ist ja ganz gut. Dann nehmen wir den Farmer hier oben bei weg. Der hier unten, den können wir eigentlich da auch rausnehmen, ne? Haben wir genug von der Sorte. Den lassen wir mal gesagt. Haben wir hier noch einen? Milking. Dann können wir dem das da auch wegnehmen. Der kann besser Milking machen. So, dann haben wir einen Armoring. Der ist der bessere. Dann machen wir dem das da weg. Den haben wir nicht, einen Blacksmith. Der ist jetzt neuerdings dann auch dabei. Und hier haben wir einen Game Settings. Also ein Juwelier. Gut. Haben wir alles. So, jetzt müssen wir nur... Oh, da sind ein paar weggestorben. Vielleicht sollten wir dann noch einen hier machen, dass der besser wird. Weil wir haben nur noch einen für Mining, ne? Dann machen wir den noch dabei.
Und der Fischer macht hier noch den, sag schon, Woodcutter. Mason Nummer 2, das passt. Hier ist okay. Ja, vielleicht sollte sich noch einer mit der Arztgeschichte befassen. Nicht nur der, aber das sehen wir ja jetzt. Einen Bäcker haben wir auch nicht. Holzfäller und Bäcker. Hier, der kann da unten noch den Bäcker mitmachen. Das haben wir. Was haben wir hier? Soupmaker, Seifenmacher brauchen wir nicht. Dann haben wir hier noch, na, das war der Soupmaker. Der haben wir. Ein Pottaschenmacher brauchen wir auch nicht. Lime-Making, Milling kann man nicht. Den haben wir, den haben wir. Den haben wir, da fehlt wieder einer. Cheese-Making. Ja, wäre sinnig, ne? Aber warte mal, das kann dann auch, Cheese-Making kann auch gleichzeitig hier unser Freund, der... Warte mal, ich muss das mal, kann man das nicht? Irgendwie konnte man das mal früher anklicken, ne? Nee, das sortiert sich nicht. Milking und Cheese-Making gehört natürlich zusammen, ne? Ist klar. Ach, jetzt ist es rot umrandet, sehe ich gerade, ne? Ach so, Haben wir einen? Hier, Spinning haben wir keinen, aber Spinnen brauchen wir gerade auch nicht. Cooking haben wir und hier fehlt es auch noch dran an Pressing. Pressing macht er wieder mit. Aber wir haben ja nichts zu pressen, glaube ich, ne? Komm mit. Pending Changes haben wir gemacht. Ja gut, da haben wir erstmal wieder ein Stück weiter gemacht. Die Immigranten sind ja gekommen. Keine Ahnung, was sie machen. Aber sie können jetzt erstmal das machen, was ich denen aufgegeben habe. Ist das... Ja, guck, der Raum ist jetzt auch wohl frei. Dann ist ja auch gut so, ne? Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.